Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Dienstag, den 11.04.2023. So, Dienstag hängt wieder die Arbeit an. Also gehen wir sie mit frohen Mutes an. Auch wenn viele sagen, oh, leider schade. Aber freuen wir uns einfach auf den Tag. Dann wird das alles wirklich schön werden. Denn wir haben eine schöne Zeit, eine gute Zeit, eine Zeit, in der man wirklich sehr positiv sein darf und kann. Schaut bitte nicht nach draußen, was die Tagesschau dir erzählt, denn dann hast du keine gute Zeit. Aber die Energien sind momentan wirklich hilfreich, ganz hilfreich. Du brauchst eigentlich nur bitten oder ja, eigentlich bitten. Ich möchte gern wissen, was ich jetzt tun soll. Das aus dem Herzen raus machen. Ist egal wohin, du kannst es in den Himmel schicken oder deinen Teddybär anschreien. Na, schreien ist es nicht gut, aber dein Teddybär das erzählen. Es ist egal. Dir wird Hilfe gegeben. Du wirst es in Kürze erfahren. Also ich merke das immer mehr und mehr und mehr. Sage, was du möchtest und du wirst es bekommen. Muss jetzt gleich sagen, es hört sich sehr leicht an, wenn ich jetzt sage, okay, ich sage jetzt, ich möchte, keine Ahnung, 30 Millionen Euro. Dann weiß ich natürlich nicht, ob du das bekommst, weil Glaubenssätze bla 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 dahinter stecken. Aber hilfreiche Energien auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir am Dienstag. Am Dienstag haben wir einen Neuanfang. Ja, und wir haben Lügen, wir haben die Tochter. Und wir haben den Freund. Also, schauen wir mal. Viele Menschen. Also, wir begegnen hier viele Menschen. Ja gut, Kinder sind noch daheim. Folgedessen ist ja nicht verwunderlich, dass Kinder liegen oder auch Freunde von den Kindern liegen. Oder auch deine Freunde liegen. Das kann nämlich, muss jetzt nicht deine Tochter sein. Das kann auch eine Freundin, ein Freund, ein Sohn, Bruder, Schwester, alles mögliche sein. Beachte sie oder benenne sie einfach als Person. In so einem großen Energiefeld von ganz Deutschland kann das wirklich jeder sein. Also, hier ist aber, steht aber eine Lüge im Raum. Wir wollen die erstmal angucken. Der Neuanfang. Den Neuanfang erwarten wir. Okay, das ist jetzt neutral, sage ich mal. Und die Kinder sind daheim. Okay, habe ich gerade angesprochen. Aber wir erwarten hier auch einen Neuanfang daheim. Vielleicht möchtest du umziehen oder ausweiseln oder auch ein Hausputz kann das sein. Jetzt kommt der Frühling oder ist der Frühling da. Und da stehen auch solche Sachen. Oder ein Neuanfang im Garten oder. Also dieser Neuanfang muss nicht immer gleich riesengroß sein. Es kann auch eine Einsicht sein, wie ich lasse mich, dass du dich beklagt hast, mir geht's nicht gut und irgendwie wäre ich immer ausgenützt und so. Und du jetzt im über Ostern die Erkenntnis gehabt hast, ja, weil ich selber glaube, ich kann nichts oder ich bin es nicht wert oder in irgendeiner Art und Weise und sagst, nee, das macht man nicht mehr, das ist eine Lüge und ich mache hier einen für mich einen Neuanfang und erwarte auch, dass ich es bemerke. Das heißt also, indem ich jetzt mehr Rückgrat zeige und mich nicht mehr rumschubsen lasse, wenn jemand sagt, du, mach mal das und das, sag, nee, mach's halt selber, dass ich schon mal große Augen sehe oder Diskussionen auf einmal erfahre, warum machst du das jetzt nicht, weil ich sage, das ist deine Sache, also da wirklich anfangen, hier selbstbewusst zu werden, werde ich auch im Umfeld sehen. Auch das ist ja ein Neuanfang, also ich wollte ihn jetzt bloß mal beleuchten, dass das nicht immer was Großes sein muss. Und hier kommt eine Lüge als Geschenk. Okay, das kann natürlich jetzt eine Notlüge sein. Also eine Lüge als Geschenk ist immer, der Schatz, schau mal, ich habe ein neues Kleid gekauft, was findest du? Wie findest du das? Und ich finde das total scheußlich. Und dann nehme ich eben diese Notlüge als Geschenk und sage, ja, steht da gut, zum Beispiel. Das wäre eine Lüge als Geschenk. Ja, und hier ist die Gefahr. Denn hier ist ja ein Neuanfang. Also hier macht irgendjemand etwas Neues. Egal aus welchen Gründen. Ich bleibe mal bei praktischen. Ich gestalte meinen Garten um, weil jetzt Frühling ist und ich jetzt einen Neuanfang mache. Und ich dann frage, du Schatz, schau mal her, ich habe vorgesehen, ich mache da die Rosen hin und da die Tulpen und da keine Ahnung was. Und dass du die Lüge als
ja, als Geschenk machen möchtest und sagst, ja, ja, Schatz, mach noch. Und dabei wollte die Frau wirklich eine Meinung von dir hören und nicht eine Bestätigung, sondern wirklich eine Meinung wissen. Das ist hier die große Gefahr, dass man nur noch Ja und Amen sagt, um den anderen Menschen eine Freude zu machen oder um auf seine Ruhe zu haben, das ist auch sowas, dann schenkt man sich nämlich die Lüge selber, nur dass ich meinen Frieden habe. Und da ist die große Gefahr, dass du den Freund, der auch dein Mann, dein Partner oder sonst irgendwas sein kann, verlierst, im weitesten Sinne, oder kränkst, weil sie eigentlich Unterstützung suchen und du ihnen nur noch einen Schnabel redest. Das ist also, diese Lüge als Geschenk ist dann nicht so dolle, wenn man wirklich nach deiner Meinung fragt. Schauen wir mal. Wir haben hier lange Zeit, Nachrichten. Den Vater, den hatten wir in der Wochenenergie auch schon, und die Entwicklung. Okay. Ja, das ist jetzt eine Gewohnheitslüge hier, was hier liegt. Also auch das Geschenk der Lüge, das stimmt schon auch, aber auch, es liegt hier auch eine Gewohnheitslüge. Und zwar, hier ist etwas, eine Erwartung im Haus, die lange Zeit ist. Also das heißt jetzt praktisch, ich bin in ein Umfeld groß geworden, wo das und das so Sache war, wo der Vater das Sagen hatte. Und wir uns angewohnt haben, als Kind schon, da Ja zu sagen, dass wir am wenigsten Ärger bekommen. Ich fand zwar nicht toll, dass mein Vater dies oder jenes gedacht, gesagt, getan hat, aber ich habe halt Ja und Amen gesagt, um einer Diskussion und Streit aus dem Weg zu gehen. Jetzt ist es aber so, dass hier oben liegt die Entwicklung. Das heißt, hier, alle Menschen, die hier liegen, wir eingeschlossen, entwickeln uns. Und man will hier im Grunde diese Lügegeschenk nicht mehr haben, weil es der Entwicklung nicht förderlich ist. Und das ist sowieso immer die Sache. Also wenn ich jetzt ein Kind in die Schule geht und Schönschreiben lernt, und die macht Krackelbuchstaben und ich sage immer, ich erzähle immer Wunder, wie wunderschön sie schreibt, wird sie sich nicht weiterentwickeln, weil sie ja glaubt, sie kann schon. Und das ist hier praktisch genauso. Es ist aber auch so, seit langer Zeit ist es eine gewisse Taktik daheim oder mit einem Partner oder mit einem Freund oder sonst irgendwie, sich zu verhalten und zu lügen im weitesten Sinne, indem dass ich halt nicht wirklich sage, was ich denke. Wenn er sagt, was weiß ich kaufe mir jetzt ein hellblaues Auto, weil ich das wunderschön finde und er träumt von dem Ding und ich mir vorstellen kann, dass dieses hellblaue Auto total bescheuert ausschaut, ich ihn aber nicht sage, weil ich ihn nicht kränken will, hilft dieser Person nicht weiter, weil der dann nicht drüber nachdenkt, weil er in seiner Meinung, dass ein hellblaues Auto schön ist, bestärkt wird. Natürlich kann der das nach wie vor schön finden, aber wenn er weiß ich nicht, ein quietschrosa Auto will. Also gehen wir mal vom normalen Menschen drauf an, wenn es da ein quietschrosa Auto kommt, da kriegt jeder ein Grinsen auf dem Gesicht und wenn dein Mann aussteigt, dann sagst du, der ist schwul. Geht gar nicht anders. Ich weiß, das sind alles Vorurteile, bla bla, aber so ticken wir nun mal. Sei mal ehrlich, also wir wollen jetzt hier nicht den, wie heißt das? Päpstliche Papst sein oder irgend sowas, ja. Wir denken das alle. Es ist einfach so. Ein Mann mit quietschrosa Auto kann nichts gescheit sein. Und wenn ich den dann immer da unterstütze, ist dieses Geschenk, läuft die Gefahr, dass ich die Freund im Grunde verliere. Weil er wird dann im Endeffekt sagen, geh mal weiter voraus, der ist so naiv. Ich sage es nicht dumm, aber naiv und blauäugig, dass er auf deine Meinung sehr viel Wert legt und wirklich glaubt, ein rosa Auto ist gut für ihn. Und er kauft sich dann ein rosa Auto oder lackiert sein Auto um oder was weiß ich, was er macht. Und dann lacht ihn jeder aus. Ich weiß, das ist im Leben jetzt nicht so toll. Also so doof ist keiner, sage ich jetzt einfach mal. Aber sagen wir einfach mal. Den lacht dann jeder aus. Dann kommt der irgendwann zu dir und sagt, was hast du mir für einen Scheiß erzählt? Hast du mir nicht sagen können, dass das blöd ist? Und da kannst du einen Freund verlieren mit diesen Geschenklügen als Geschenk. Oder eben, wenn ich, das habe ich jetzt wieder immer noch nicht erzählt, wenn ich hier jetzt einen Vater habe, der, ja, dem ich immer, ich
bin erzogen worden, wie nenne ich denn sowas? Ich wusste, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, meinem Vater gegenüber, wo gibt's Ärger, wo gibt's nicht Ärger. Ich sage jetzt Vater, weil es der Vater da liegt, das kann auch der Bruder, der Schwester, der Bruder und weiß schon alles sein. Aber so bin ich dann groß geworden und wer diese anerzogenes Benehmen weiterhin, immer wenn ich meinem Vater begegne, machen. Und übersehe dabei, dass erstens ich mich entwickelt habe, also aus diesen Schulen schon lange rausgewachsen ist, bin und mich auch zeigen darf, wie ich bin. Und zweitens, der Vater, oder wer auch immer er sein mag, sich entwickelt hat und vielleicht mittlerweile schon über diesen Dingen steht. Und dass dieses Lügen als Geschenk überhaupt nicht mehr angebracht ist. Das ist hier, weil es ja lange Zeit liegt, lange Zeit kamen Lügen als Geschenk, also so auch der Frau sagen, wie wunderschön sie ist, obwohl sie einen Pickel auf der Nase haben, anstatt ihr zu sagen, Frau, du hast einen Pickel auf der Nase. Ich weiß, das ist nicht immer dolle, aber es ist doch so, da wenn jetzt irgendjemand rumrennt und einen Hosenstall offen hat, dann gehen 10 Leute vorbei, lächeln und gehen weiter und kein Mensch sagt dir, warum. Anstatt, dass irgendjemand kommt und sagt, oh, hey, mach mal den Hosenteil zu. Das ist nicht immer angenehm, aber es muss gesagt werden. Und das ist hier so diese Lügen als Geschenk. Und auch die Lügen als Geschenk, die man sich selber gibt. Vergiss das nicht, denn auch du schenkst dir regelmäßig Lügen, indem du nicht hinschaust, indem du etwas unterdrückst, blockierst oder. Das macht dein Unterbewusstsein, dein Verstand, der schenkt dir diese Lügen, um dass es dir gut geht. Aber es bringt dich in deiner Entwicklung nicht weiter. Solche Geschenke bringen dich absolut nicht weiter, weil sie dich in Sachen stärken, die eigentlich in die falsche Richtung zeigen. Und darum muss man wirklich auch als Sehender, der jetzt sieht, dass da eine Lüge als Geschenk ist oder angebracht wäre oder wirklich sagen, stopp. Ich kann ein Lied voll singen, weil ich bin ja Chefin, mehr oder weniger, in meinem kleinen Ding da. Und bis ich meine Mädels umerzogen habe, dass die mir die Wahrheit sagen, das hat lang gedauert, weil sie gewohnt waren, ein Chef spricht man nicht dagegen und der Chef hat recht und der Chef scheißt, keine Ahnung was. Und bei ganz vielen Betrieben ist es auch so. Aber bei mir nicht. Ich möchte die Wahrheit wissen. Und wenn ich jetzt irgendetwas mache und sage, was hältst du davon, dann will ich sagen, nee, Diana, die schaut scheiße aus. Dann will ich das genauso hören. Ich bin nicht mal eingeschnappt. Ich bin nicht, hurra, hurra, nee. Ich sage, warum? Ich habe so viel Mühe gegeben. Weißt du, so ein bisschen schmollend bin ich dann, ein bisschen schmollend, aber überhaupt nicht beleidigt oder sonst irgendwas. Aber das hilft nur der Entwicklung. Weil man wird mir dann sagen, was man nicht gut und nicht schlecht findet. Und wenn es jetzt eine Ansichtssache ist, dass Rosa und Blau jetzt nicht zusammenpasst oder so, und ich finde das schön, wenn das einzige Makel ist, dann sage ich, nö, ich finde das trotzdem schön, ich lasse stehen, weil ich es schön finde. Das ist eine Ansichtssache. Aber wenn es eben um ganz andere Sachen geht, hat es eine Entwicklung. Da muss man drüber reden. Und auch sich der Wahrheit zu stellen, ist eine Entwicklung. Und jemand anderen die Wahrheit zu sagen, ist auch eine Entwicklung. Und darauf werden wir morgen immer wieder stoßen, darauf hingewiesen. Wir erkennen nämlich in den Neuanfang, wo immer er sein mag, die Lüge. Und da sollten wir eben nicht die Lüge als Geschenk machen. Auch bei dir selber. Und jeder hat jetzt irgendwann, jetzt ist Frühling, irgendwo einen Neuanfang. Sei es durch eine Erkenntnis, sei es Garten, sei es Haus, sei es Arbeit oder Auto oder keine Ahnung. Selbst wenn ich sage, jetzt ist Frühling, jetzt muss der ganze Müll aus dem Auto wieder raus und das mal wieder gewaschen werden. Auch das ist ein kleiner Neuanfang. Weil ich mache mein Auto neu, in Anführungszeichen, um es wieder schön zu haben. Ich mache meine Wohnung neu und so weiter. Also alles das ist ein Neuanfang. Und hier kann eben, und dieser Neuanfang, ist egal welcher das jetzt ist, stoßt im Hier und Jetzt eine Entwicklung an. Auch wenn du nur das Auto sauber machst, weil jetzt Frühling ist, stoßt das auf irgendeine Art und Weise eine Entwicklung an. Und jede Tätigkeit kann eine Entwicklung anstoßen. Weil du hier einen Entschluss gefasst hast, etwas zu tun, ist egal was,
Und das hat Auswirkungen aufs gesamte Leben, auch wenn es bloß dumme Autowaschen ist. Es ist wirklich so. Es hat immer Auswirkungen aufs ganze Leben. Und da sollten wir jetzt Obacht geben, hier nicht Gefälligkeitslügen anzunehmen oder selber zu geben, sondern der Wahrheit entsprechend, denn jeder Neuanfang ist eine neue Entwicklung und die geht umso schneller und umso besser, umso weniger Lügen wir hören, gesagt bekommen oder uns selber geben. Gut, in diesem Sinne, wollte jetzt schauen, ob ich da neue Gittischen reinschauen soll. Ja, okay. In der Gittisch muss ich da auch reingucken, weil da haben wir nämlich was anderes. Da haben wir nämlich, okay, das ist ja unsere Quelle im Energetischen. Und auch die schickt Nachrichten, aber das sind ganz seichte, ganz leichte Nachrichten, die mit der Tochter hier symbolisiert sind. Das heißt, das ist das Halschakra, was also aber auch morgen angetriggert wird. Sprechen, hören, fühlen und so weiter. Und die Quelle, ist egal welche du hast, schickt jetzt Nachrichten, die aber dein Sakralchakra ansprechen, das heißt deine Bedürfnisse ansprechen, die du schon lange Zeit hast, um dich auf einen neuen Weg zu schicken. Also hier kommen Energien, die dich aufmuntern sollen, die dich bewegen sollen, etwas Neues, eine neue Entwicklung anzufangen. Die kommen aber sehr leicht, die kommen unterschwellig, die kommen, also wenn man nicht wirklich mal drüber meditiert, über die Energien und was mir meine Quelle jetzt sagen will, wirst du sie vielleicht nicht identifizieren als Quelle, sondern eben, und da liegt die Gefahr, da die so unterschwellig kommen, sie als Lüge zu sehen, dieses Geschenk als Gefahr zu sehen, weil das so, das ist so, als wenn du, wenn Sand irgendwo reinrieselt, so kann ich es ausdrücken, so empfinde ich das. Es ist so ganz leicht wahrnehmbar, aber andauernd, also stetig, aber nur ganz leicht wahrnehmbar, wie so eine Fliege, die einen ärgert. Das könnte auch sein, dass du die hier Gefahr läufst, dieses Geschenk nicht anzunehmen, weil es eben eine Fliege ist, die dich ärgert, was ich, woher kommt, von welchem Freund sie auch immer kommt, was du da energetisch eben so machst. Kann ich dir jetzt nur raten, achte auf diese ganz leichten, unterschwelligen Energien, die aber permanent da sind, die dich auf irgendeinen Neuanfang hindrängen, nicht drängen, hinschieben, hinschleichen wollen. Da kommt jetzt eben immer wieder diese, oder sind da diese Energien, die dich auf diese Entwicklung leicht hinschieben wollen. Und das ist so, das ist praktisch hier ein neuer Anfang, das ist eine ganz neue Energie oder neue Entwicklung, wo du hin sollst. Und da ist es immer so, am Anfang kriegst du bloß so ganz, ganz leichte Hinweise. Wenn du da nicht drauf reagierst, werden die Hinweise größer. Wenn du dann wieder nicht reagierst, dann werden die vielleicht ein bisschen schmerzhaft oder enttäuschend oder. Weil es ist immer, es wird immer ein bisschen krasser, bis du es begreifst. Und darum, das ist eine sanfte Energie, die ist aber dein Freund und keine Lüge. Also da jetzt mal ein bisschen Obacht geben auf diese sanften Energien, die dich auf irgendwas Neues hinweisen. Da fängt nämlich eine ganz neue Entwicklung an. Gut, in diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten. Und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen,
diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht, und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.